Anton Gazala und Safa Al-Fadi beim Reifenwechsel ein Team. Zusammen haben sie vor einem halben Jahr als Praktikanten in der Autohauswerkstatt angefangen. Anton Gazala hatte schon Erfahrung. Ich finde sehr leicht das Arbeit, weil ich eine LKW in Syrien habe. Safa Al-Fadi dagegen hat im Irak 4 Jahre Wirtschaft studiert und nie etwas mit Autos zu tun gehabt. Beim Autohaus Peter gefällt es ihm trotzdem. Ich bin glücklich in meiner Arbeit hier. Arbeiten wir als eine Familie, wo Respekt und Zusammenarbeit, das ist wichtig für mich. Handwerklich sind die beiden begabt, findet der Ausbildungsleiter. Schwierigkeiten und Missverständnisse gab es in den vergangenen Monaten trotzdem immer wieder. Das Sprachproblem, das war natürlich von Anfang an. Da ging es natürlich um ganz spezifische Begriffe am Automobil, die natürlich nicht bekannt waren. Das ist eigentlich die größte Hürde, die wir überwinden müssen. Denn die beiden sind jetzt keine Praktikanten mehr, sondern Auszubildende. Glückwunsch dazu auch vom thüringischen Ministerpräsidenten. Insgesamt 15 Flüchtlinge hat der Chef des Autohauses zum Start des neuen Ausbildungsjahres eingestellt. Eine ganze Flüchtlingsklasse. Hier haben wir jetzt erstmal angefangen, einen besonderen Kapitel neu aufzumachen. Und wir testen uns ja in diese Integrationsleistung hinein. Wir reden ja von 21.000 Menschen in Thüringen. Das ist ja nicht einfach so, dass man das mal so nebenher erledigt. Und deswegen ist das hier ein ganz besonderer Weg. Und den haben wir auch aktiv unterstützt. Nicht ohne Grund. Die Region braucht die Jungen. Mehr als ein Fünftel der Beschäftigten geht innerhalb der nächsten 10 Jahre in Rente. Nachwuchs fehlt, hunderte Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Helmut Peter hat nicht lange suchen müssen, um unter den Flüchtlingen geeignete Kandidaten für seine Ausbildungsplätze zu finden. Aber auch in anderen Branchen sieht er Chancen. Automobil ist natürlich auch für die jungen Leute, die herkommen, was Besonderes. Wir könnten noch 15 sofort einstellen. Das wäre kein Problem. Meinen Kollegen kann ich nur empfehlen oder den Mittelständlern, wer es nicht probiert, kann auch nicht mitreden. Die Ausbildungsverträge sind unterschrieben. Aber Safa Al-Fadi und Anton Gazala wissen, nach den Feierlichkeiten warten wieder die Vokabeln. In 3 Jahren müssen sie die Gesellenprüfung ablegen, auf Deutsch, so wie alle Auszubildenden.